Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rising World. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, ich stehe hier in meiner Kommandobrücke oder in der zukünftigen Kommandobrücke des Raumschiffes, was noch keinen Namen hat. Und ja, plane nach oben zu bauen mit einer Treppe. So ein bisschen im Zickzack nach hier. Dann kommt hier oben ein Stockwerk drauf mit einem spitz, ich versuche jedenfalls, ein halbwegs spitz zu laufendes Cockpit nach vorne. Plus Waffensysteme, die ich noch gar nicht bedacht habe, denn Waffen habe ich noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, muss ich zugeben. Sehr komisch, ne? Also ich habe noch überhaupt nicht an Waffen gedacht. Was bin ich für ein friedlicher Mensch? So, dann beginnen wir mal. Ich mache mal Licht an, damit wir auch was sehen. So. Und er gibt mir große Mühe, dass das so klappt, wie ich mir das so vorstelle. Das ist genau die Mitte, ne? Das wird schwieriger. Könnte sein, dass ich das alles wieder abreißen muss. Das passt wie Arsch auf Eimer. Wie Arsch auf Eimer, tatsächlich. So. Zackeli zack. Das Ganze ist natürlich nicht breit genug, um Gottes Willen. Kann man es auch so nach unten ziehen? Nein, kann man leider nicht. Okay. Ich nehme im Voraus auf. Bei mir ist noch Donnerstag. Jetzt Freitag, wo ihr diese wunderbare Folge Rising World genießen dürft. Bin ich gerade seit einer Stunde auf Arbeit. Aber ich habe erstmal Büro. Keine Sorge. Erstmal Büro. Und dann um 12 Uhr, glaube ich, gehe ich auf den Rettungswagen. So, jetzt sieht es natürlich ein bisschen komisch aus, ne? Eigentlich wollte ich das eher so ein bisschen spitz zu laufen da haben, muss ich zugeben. Dass die Treppe da so eine Wendung nach hier macht. Ich habe jetzt einfach gelabert wieder zu viel und nicht aufgepasst. Oh, jetzt habe ich einen kaputt gemacht. Vorsichtig. So. Die Musik ist aber heute sehr, sehr berührend oder rührend von Rising World. So, wir haben auch ein paar Spieler auf dem Server, die will ich natürlich auch persönlich nochmal begrüßen, weil wir hier im Voraus aufnehmen, kann ich leider auf Kommentare noch nicht antworten. Einmal Cecilie Forsetti und der Colonel Burton, grüßt euch. Schön, dass ihr hier spielt, freue ich mich. So, sieht irgendwie komisch aus, also irgendwie gefällt mir das allgemein nicht hier. Also, ich glaube, da wäre das tatsächlich die Rampe besser, oder? Anstatt der Treppe. Es sieht auf jeden Fall ultra seltsam aus mit einer Treppe. Und wenn ich jetzt so mutig bin und die dann jetzt nach hier baue. Falsch rum. Komisch, ne? Ah, das geht, glaube ich, wirklich besser mit Rampen. Es tut mir leid, ich muss jetzt mal wieder abbauen. Na, sowas gehört dazu, ne? Man erkennt das, wenn man es dann gebaut hat. In meinen Gedanken sah das ganz anders aus. Ah, natürlich wird es wieder Nacht. Ja, wunderbar. So. Naja, so viel Arbeit ist das ja nicht. Ich muss ja halt den Vorschlaghammer nehmen, weil sonst kriege ich die Teile nicht wieder. Und das wäre zu schade. Zack, zack. Für irgendwas brauchen wir die Treppen mit Sicherheit. Wie gesagt, Waffensysteme sollten ja auch noch existieren. Das wäre sinnig. Dang, dang. Dang, dang, dang. Dang, dang, dang. Ich weiß nicht, Spielen Rising World ist an sich einfach mega entspannt. Ich würde das am liebsten den ganzen Tag machen. Kann ich aber nicht. Viel zu viel um die Ohren. So wie gesagt, Rampen. Und ich würde das sehr gerne viel mehr spielen. Aber wie gesagt, ich muss ja morgen wieder arbeiten. Morgen bin ich wieder in der Hauptwache. Da kann ich auch mein Notebook nicht mitnehmen und aufbauen, weil es sich da einfach nicht lohnt. Und ja, ich dürfte schon. Aber da wirst du halt ständig alarmiert, muss das wieder wegräumen und. Das würde sehr anstrengend werden. So, ich mache mir mal 64 Rampenblöcke. Ich Rampensau. Nutze natürlich wieder unser wunderschönes Metall. Nein, gar nicht. Metallplatten. So, 128. Ich habe 128 Blöcke gemacht. So, sehr konzentrierter Tim. Vielen Dank nochmal für eure Arbeit, dass ihr mir hier so viele Metall zur Verfügung stellt. Das ist wirklich herzallerliebst von euch. Jetzt muss ich nur gucken, welche ich nehme. Die hier werden wahrscheinlich am sinnigsten. 128 sind doch echt ein bisschen sehr viel, ne? Machen wir nochmal 64. Und wenn wir welche brauchen, laufen wir halt zurück. Das bricht mir auch kein Zacken aus der Krone, würde ich sagen, ne? So, tiefe Nacht. Wechseln noch einen Baum? Nee, das ist ein Busch. Wir haben perfekte Verpflegung erhalten. Uns geht's Bombe. Oh, das sieht jetzt sehr klotzig aus. Das wird noch. Macht euch keinen Kopf darüber. Es wird auf jeden Fall noch etwas hübscher. Hier kommt auch noch ein bisschen. Was ist denn der Block? Der ist doch gar nicht geplant gewesen. Genauso wenig wie der hier. Die sind so irgendwie entstanden. So dass man da nachher einen besseren Blick hat, was man da noch bauen will oder kann. So! Auf in die Brücke. Falsch.
Die Kommandobrücke. Die erreichen wir über diese Räume und über diesen Raum und dann noch über den Raum. So, jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das Ganze baue. Ich bin noch mir nicht 100% sicher, wie ich das machen will. Jetzt habe ich ja doch 100. Ach nee, Quatsch, das sind... Schief habe ich auch noch, oh Gottes Willen. Ich habe hier Material verpulvert, aber wir brauchen das eh, das ist ja kein Problem. So, das Ganze soll erstmal eine Ebene kriegen, worauf wir arbeiten können. Wichtig ist halt, dass wir hier noch durchkommen, ne? Das ist ja das Wichtigste. Eine Arbeitshöhe und ein Raum, der jetzt nicht so zwanghaft eng wirkt, ne? Der ist halt wichtig. So. Bevor ich jetzt zu viel baue, mache ich erstmal, das war die Ebene, ne? Ja. Dann kommen hier nämlich noch andere Dinge hin. Okay. Also wenn ich jetzt einen, dann würde ich eine zu hoch laufen. Ich muss ein bisschen tiefer ansetzen. Oh, ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das wünsche. Das ist ja jetzt schon anders, als ich mir das vorgestellt habe. Na, dann können wir jetzt hier hochlaufen. Aber das ist schwierig, ne? Jetzt hast du das Problem, wenn du da einen Block setzt, dass das voll kacke aussieht. Weil der ja ein Block ist, ne? So sieht das auch kacke aus. Hm, wie kann man das denn umgehen? Das Problem. Ich glaube, wir haben auch tatsächlich nicht hoch genug angesetzt. Und heute ist großer Abrisstag. Wenn ich heute damit fertig bin, bin ich überglücklich. Denn, wie gesagt, ich bin zwar auch gewisse Art und Weise kreativ, aber das ist ja natürlich so ungeplant und egal, was ich hier mache, schwierig von der Form herauszufinden, wie man was will. Das ist, ich habe da schon einen Plan jetzt. Ihr wisst ja, was ich meine. Ich will eine Rampe haben, die dann so nach da geht. Ne? Wir würden vielleicht erstmal nach hier bauen. Das würde vielleicht immer Sinn machen. Dann kommen wir eben halt so hoch erstmal. Da wird die Treppe natürlich auch gut funktionieren. Boah, man erkennt gar nichts. Habe ich Licht aus? Boah. So, die Rampe. Okay, dann kommt man hier so nach oben. Ein bisschen anders als geplant. Okay. Dann kommt man nach oben. Hier wird eine Art Cockpit draufkommen. Also hier ist die Steuereinheit des Schiffes sozusagen. Und das Ganze, ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich mit Fensterrahmen machen soll. Ich bin mir noch nicht sicher. Hier kommt noch ein Geländer hin. Es wäre schön, wenn wir da noch eine Reihe rankriegen. Was wieder kacke aussieht, ne? Das sieht, wenn du das jetzt so machst, sieht das einfach kacke aus. So. Weil du an sowas vorbeilaufen musst. Aber es gibt ja andere Blöcke noch, die das ausgleichen, glaube ich. Bitte warten. Okay, weiß einer, wie man aus einer Wand wieder rauskommt? Ach du Jemine. Das ist eine sehr gute Frage. So. Das ist ein sehr modernes Schiff, keine Sorge. Plan mal, ich probiere mal was. Das hier wird auch nicht aussehen, oder? Obwohl, doch, doch. Dann spare ich mir doch das Material für die andere Kante. Zack. Dann haben wir hier doch schon mal ein fantastisches Eckchen. Nur für den Schiffskommandanten. Da unten, da arbeitet die Brücke im Sinne von Brücke. Und hier, ja, wie gesagt, hier kommt ein Computer hin, ein Schreibtisch, da. Hier noch einer. Einmal Waffenoffizier, Energieoffizier und der Koch. Soll ich kurz kommen? Versuche ESC, hä? ESC? Würde ich viel bringen. So, beigetreten. Zaubergraf, okay. Guck mal, hier geht schon mal los, ne? Freue ich mich. Ja, Geländer müssen wir jetzt noch bauen. Und Schreibtische, ich bin mir noch nicht so sicher. Fenster müssen auch noch rein. Und hier oben muss natürlich noch zugemacht werden. Aber erst, wenn wir das Cockpit da haben. So, dann brauche ich jetzt ein bisschen Holz. Das habe ich tatsächlich gar nicht. Habe ich denn wenigstens eine Axt? Ich habe gar keine Axt. Krass, ne? Ich sehe auf jeden Fall für Schnelle keine. Gruselig. Timmy hat noch keine Axt. Torpedo-Laderaum. Das wäre toll. Bin beim Turm in der Nähe von Tim. Hm, das können wir auch erledigen. Ich komme. Wer? Zaubergraf? Nee, gar nicht. Colonel Burton ist das. Der ist in Not. Lass uns den im Not retten. Colonel Burton. In welche Richtung kommen wir näher? Wir kommen näher.
habe jetzt keine Axt, hoffentlich hat er, ist er nicht in eine Wand voller Holz. Ist natürlich ein bisschen peinlich. Das ist toll, danke. Rettungsaktion. Da habe ich wenigstens einen Titel für die Folge. Mann, ich mache mal Steam an im Hintergrund. Ah, das sieht aus, aber da unten in der Loch wäre. Dass das so schön beleuchtet ist. 40 Meter, 46, okay. Wie viel Spielzeit habe ich eigentlich? 9 Stunden? Ja gut, ich habe ja auch noch einen Singleplayer. Part! Jetzt komme ich irgendwie nicht näher. Jetzt ist er unter der Erde, ne? Kann das sein? Mann, ich mache mal Steam an. Colonel Burton, wo bist du denn? Kommen wir näher? Wir entfernen uns. Also ist er doch überirdisch. Wir kommen näher. Ihr seht es an der Meterzahl, also wer das jetzt nicht verstanden hat, aber ich glaube, das versteht jeder. Es muss ja möglich sein. Aber er könnte sich doch rein technisch selber aus der Wand befreien, oder? Turm? Dieser ziemlich krasse Turm hier. Okay, da. Ach, der ist schon in Befreiung. Rettungsaktion. Komm, wir. Hihi. Bin im unteren Eingang gefangen. Wie kann man sich denn da einfangen? Boah, wie kann man sich denn so krass bücken? Voll der Ritter. Der Ninja-Ritter. Das war eine schöne Bestimmung. Ja, es passieren schon komische Sachen in Rising World. Mann, ich wollte ihn retten. Au, oh, gut. Weiter geht die Reise. Ich brauche Holz. Ich brauche dafür erstmal eine Axt. Ich habe doch Wasser. Wartet mal. Ups, falscher Knopf. Weil ich bin schon wieder am Durst haben. Durst haben. So. Eine Axt. Was ich nicht habe, habe ich. Ich habe alles. Keine Sorge. Hier ist schon mal geil viel Sand. Da. Oh. Bin ja ausgerüstet wie ein Experte. Gras, alles da, Hölzer. Ach, guck mal, ist ja Holz ohne Ende. Holz habe ich dann natürlich auch schon. Fensterrahmen, das ist jetzt so eine Sache, ne? Die Farbe. Hier so gräulich. Ich mache mir direkt erstmal 8 nur. Okay, oh, danke dir. Was habt ihr gesagt? Tee. Ein Geschenk gab es. Wir werden nie rausfinden, was es gab. Okay. Schön. Community Support. Es wird aber jetzt schwierig, glaube ich. Ein anständiges Cockpit da reinzuzaubern. Vor allem, wir haben jetzt keinen Holz. Wir haben Holzrahmen genommen. Das sieht man im Endeffekt nicht. Genau, noch ein höher. Ich muss ja langsam selber klarkommen in mein Schiff. Gehe ich mal weiterbauen. Ach, ich finde das schön, wenn ihr Freude daran habt, ist das echt genial. So, jetzt das Cockpit. Der Rest müssen wir umbauen. Ich muss das mit G ein bisschen machen. Ich komme hier nicht hoch, verdammt. Ich baue mir selber eine Rampe nach oben. Eine professionelle aber diesmal. So. G. Schönes großes Fenster. Wir sind ja ein hochmodernes Raumschiff, das hat auch spezielles Glas, was das für im Weltall ausgehalten hat. Okay, ich hätte so bauen müssen. Ne, Quatsch, hä? So. Pass auf, verkipp dich nicht wieder. Schwierig. Boah, viel cooler, wenn das da drinnen verschwindet, ne? So. Es darf doch nicht zu hoch werden. Dann sieht es auch AA aus. Ich bin mal gespannt, ob ich das auf irgendeine Art überhaupt hinkriege. Dass das nicht snappt, ne? So Ast rein. Das könnte ich, glaube ich, was war das mit Enter? Snap-Punkt verändern.
Das wird schon, da war schon, da ist schon ein Planungsfehler. Weil, wie soll ich denn das da dicht kriegen dazwischen, ne? Das wird ja schwierig, obwohl wir können da noch Blöcke reinpacken. Ist ja kein Problem. Also du kriegst das jetzt nicht wirklich mit G dahin. Der dumme G-Punkt. Wichtig ist mir eigentlich nur, dass das auch gleich groß ist. Ja, das ist eigentlich fast schön. Gibt es irgendwelche Einwände? Einfach in die Kommentare schreiben, was euch nicht passt oder so. An der Bauweise oder an der Idee. Ich bin für alle Kritiken offen. So. Also das mit dem... Ich muss zugeben, das mit den Drehen, das kriege ich einfach nicht im Griff, ne? Ich bin einfach zu blöd. Ja, also dass er jetzt so dreht, verwirrt mich, ehrlich gesagt. So. So wollte ich das gar nicht haben. So, wie kriege ich den da jetzt gleich wieder... Weißt du, sowas, passt das da noch rein? Damit wir hier auch wenigstens einen Abschluss haben. Oh nein, ne, das war jetzt schon ein Fehler. Das waren 1, 2... Da haben wir schon den ersten Fehler drin. Daran muss ich mich orientieren. Fast den falschen erwischt. So, ich habe ja nicht so viel gebaut, verdammt. Das jetzt wieder so zu kippen, wie das gerade war. Also, das ist echt zum Mäusemelken, ne? Oh, es ist wieder schief gelangt. Es ist wieder schief geworden. Genau das, was ich jetzt bauen will. Und jetzt ist es wieder super schief und du kriegst es nie wieder gerade und du weißt auch nicht, wie du das machen sollst. Mit Enter nicht, mit gar nichts. Mit ESC geht's nicht, mit Entfernen geht's nicht. Du kriegst es einfach nicht mehr gerade, oder? Das sieht doch gut. Ne, das ist schief. Das soll jetzt gerade sein. Da hilft nur das Spiel wieder verlassen. Weil du musst jetzt irgendwo die richtige Drehposition wiederfinden, in der du dich vertan hast. Und das ist gar nicht so einfach. Seht ihr, das ist immer noch schief. Und du kannst jetzt keine schiefe Scheibe einbauen. Ich weiß gar nicht, warum es so eine Funktion überhaupt gibt. So eine Krumm- und Schief-Funktion. Das kann ich jetzt eine Stunde drehen. Das wird nicht wieder gerade hinkriegen. Weil in irgendeinem Winkel hast du gedreht, dann musst du wieder andersrum drehen. Also ihr habt mir ja schon mal Tipps gegeben, entfernen, das Nummernblock 5 war auch mal angesagt worden. Weiß jemand von euch, wo Pferde sind? Meistens, meins ist leider gestorben. Oh nein, Pony. Mit G kriegst du auch nicht hin. Ah, ich und meine Dreherei, ne? Wisst ihr was? Beenden. Ich gehe nochmal im Spiel. Drauf geschissen. Weil dann ist das resettet. Bevor ich jetzt hier wirklich 2 Stunden lang drehe, mache ich das lieber so. Kurz Zeit zu trinken gehabt. Super. Muss ja das Positive da drin sehen. JIW Games. JIW Games. So. Jawohl. Professioneller geht's wieder heute nicht. Nein, falsch. Dummer Block an dich, ne? Salami. Ist ja kein Geheimnis. Verbinde. So, ich will das jetzt mit den Fenstern hinbekommen. So, da sind wir wieder. Ich mach das nochmal Licht an. Man sieht ja nichts. So, ist es komischerweise gerade? So, jetzt kannst du es aber nicht kippen. Jetzt kippst du es so rum. Und dann kannst du es auf der Seite drehen. Das war auch nicht der Plan. So rum. Dann drehst du es so. Warte mal, so drehen. Dann so kippen. So drehen. Dann kannst du es so kippen und drehen. Okay, dann habe ich den Dreh jetzt tatsächlich raus. Ich muss mich an den hier leider orientieren. So. Oh, ey, willst du mich jetzt natzen, Spiel?
steil genug. Hä, warum kann ich ihn... Es ist mal, kommt immer drauf an, wie du... Wow, was ein geiler Regen, ne? Wie du in Rising World stehst. So kannst du dann auch nur drehen, ne? Boah, jetzt hab ich mich wieder verdreht. Ich glaub's nicht, ne? Jetzt ist das wieder krumm und schief. Boah, ich krieg gleich einen Wutanfall, ey, ohne Witz, ne? Jetzt kriegst du es wieder nicht gerade. Fängt das von vorne an. Wo ist dieser verfickte Kack-Reset-Knopf? Boah, ich bin richtig sauer über meine Drehkunst. Na, jetzt kann ich das Spiel eigentlich schon wieder an- und ausmachen. Weil das wirst du nie wieder richtig gerade kriegen. Nie wieder. Und es gibt keinen Reset-Knopf, ohne Witz. Wo man das resettet. Warte, wir hören mal einmal was gucken. F1. Bild oben, Bild unten. Drehen, Standard, skalieren. Fall skaliert, aktiv. Das ist doof. Aufnahme, beenden, Aufnahme starten. Ist das bei mir? Falls manuelle Position aktiviert, das Element um die Backspace zurücksetzen und halten Sie Skalieren-Taste gedrückt, um die Größe zurückzusetzen. Guck mal hier. Das habe ich auch noch nie benutzt, das Fensterchen. Haha! Wieso? Ich habe das auch schon gedrückt, schon x-mal. Und es ist nie was passiert. Kommt doch selber auf diese Taste. Halt mal, warte. Ernsthaft? Ist ja cool. Keine Wut. Ne, du kannst den jetzt so drehen und hier so kippen und dann so drehen. Also du musst echt um... Das ist schon wieder krumm. Also es ist aber langsam gut hier. Mann! Ich bin überhaupt nicht mehr gerade hin. Jetzt muss ich einmal so kippen? Hä? Wie steil habe ich das denn gebaut? So. Genau so. Das muss ich genau bis zum Block bauen. Das ist gar nicht so einfach. Das ist die Größe zaubern. Boah, das geht mir auf den Sack, ey. Bin so doof manchmal. So. Ihr wisst, was ich meine. Genau, das soll so genau passen. Ich hätte auch eine große Scheibe machen können. Dann hätte ich mir die ganze Kletterradatsche spart. So. Da hat einer nicht aufgepasst, ne? Das passt nämlich gar nicht. Da wäre ein Luftloch zwischen. Wenn wir da mal Blöcke reinputzen. Wartet. Wow. Der war besonders geschickt. Ach. Kriege ich schon wieder auf für nix. Eigene Fehler, weißt du? Eigene Fehler und du regst dich darüber auf, Timmer. Muss ja eh noch zugebaut werden. Also ist halt alles nicht so schlimm. Aber von vorne? Mega, ne? Dann sind die hier ja... Na gut, die waren Maße. So, jetzt kommt die Frage der Fragen. Wie kriege ich das jetzt wieder gerade gebogen? Nein! Oh, oh. So lange drehen, bis es wieder gerade ist. Warte mal, wir haben doch einen Reset-Knopf. Haha. Einfach so lange drehen, bis alles cool ist. Schade, dass es aufgehört hat zu regnen, weil es so cool ist, wenn das regnet. Ja, das Snappen kannst du jetzt gerade mal in der Tonne kloppen. Wir können das Maß noch ein bisschen kleiner machen, ich weiß, mit G und Plus und Minus. Das würde vielleicht ein bisschen besser klappen. Das Maß wird gemessen mit zwei Dingen hier. Kommt vor, als ob der riesig wäre. Also ich setze den mal, ich habe nicht mehr so viele, das ist das Problem. Schwierig zu bauen, man sieht nichts. Passt das? Ich besetze jetzt einfach. Der ist voll drauf. Oh! Geschafft. Guck mal, hier kannst du das aber wirklich gut mit den zerkleinern. G. Wird mir nur unglaublich groß, muss ich sagen, die Scheibe. Das ist sehr dick. Ach nee, ne?
volle Spalte zwischen. Kann man so schlecht. Damit haben wir ja auch links ein bisschen zu weit überstehen. Mann, ich habe jetzt gar keine Scheiben mehr. Der leckt mir doch am Arsch. Himmelherr, Kruzifixer. Ich muss mich halt genau dran anpassen. So, Brücke. Brücke wird hübsche. So, wenn wir dann da vorne, da kommt ja so eine Steuereinheit hin. Da können wir vielleicht sogar schon mal was machen. Damit das nicht einfach so eckig, kantig an der Stelle ist. Ich weiß nicht, ob ich da einen Schreibtisch hinstellen soll oder ob die Dinger hier reichen. Und darauf kommt dann ein schönes PNG oder ein Bild von irgendwelchen Armaturen. Verdammt, jetzt habe ich das aber Asymmetrie ohne Ende. Ach, drehen, drehen, drehen. Ne, ein Steuerrad, irgendwas, so Knüppels, ne? So ein Flugzeug, also Flugzeug ist ja schon. Ein Raumschiff hat ja eher Knüppel. Dann müssen wir auf jeden Fall bis hier, wo wir laufen können, bis hier bauen. Ein bisschen runter gucken soll man ja noch, ne? Also hier kommt ein Geländer hin. Da brauchen wir auch kein Dach in dem Sinne. Wir müssen nur in der Höhe kommen. So hoch wie das hier halt ist, ne? Aber das muss dicht werden. 100% dicht muss das werden. Da darf kein Luftloch sein, um Gottes Willen. Wie weit ist denn das drin? Natürlich sehr schade so, ne? Es wird jetzt experimentell. Weil ich habe jetzt ja eine erfundene Höhe. Was ja doof war. Fehler erkannt. Weil wenn ich jetzt noch einen Block setze und dann nochmal einen Spitzen drauf, checken wir das mal ab. Von der Höhe her. Müsste eigentlich trotzdem passen. Doch, das passt sogar noch. Erstaunlich. Aber war. Hey Tim, hab dir nur Eisen gebracht und den Ofen noch mal angeschmissen. Danke dir. Und einen schönen Abend wünsche ich. So, dann haben wir das Problem jetzt hier nochmal genau dasselbe. Kein Problem nicht. Es läuft ja. Leider verschwindet der natürlich dann komplett da drin. Zack. Oh, das wird so gut, ey. Das wird so hübsch. Mann, dass ich das mal drehen muss. Ach, falsch. Aber ich muss auch drehen. Bin etwas... Ich weiß nicht, warum ich so nervös bin heute, aber ich bin etwas nervös. Vielleicht muss ich noch mehr von den Getränken trinken, was ich hier trinke. Dann entspanne ich etwas. So. Und morgen wieder arbeiten. Ist ja nicht so der... Das Paradies, ne? Wir gehen schon gerne arbeiten. Das haben wir. So, Cockpit-mäßig. Na, da musst du hier natürlich noch Spitze reinmachen. Eigentlich wollte ich mich doch gar nicht damit beschäftigen. Ich muss ja erstmal Holz da rein. Ich muss erstmal die Fensterscheiben drin haben. Okay, das geht jetzt schon lang momentan. Es wird auf jeden Fall ein super geiles Cockpit, muss ich sagen. Links und rechts. Hier kommen Waffensysteme rein. Da muss ich noch ein Loch in der Wand prügeln. Dass man da auch reingehen kann in das Waffensystem. Was denn, reicht denn so ein schmaler Gang? Eigentlich reicht der völlig, ne? Sieht eigentlich schon ganz geil aus. Wenn wir den sogar noch ein bisschen verfeinern. Ich habe so noch nie einen Gang gebaut. Bitte warten. Das ist ja eine normale Tür jetzt. Türöffnung. Aber wenn wir den hier so verputzen, nenne ich es mal. Dann ist er zu. Aber der Plan war ein anderer. Bitte warten. Da soll nur ein schmaler Gang zwischen sein. So eine Art Schutzwand. Und er muss ihn wieder kippen und wieder drehen und wieder verkippen sich und wieder verdrehen. So. Sieht aus wie aus einem Ritterbuch, ne? So, da geht's dann da rein. Uah! Vorsicht. Ach, ich wollte doch nur ein Fensterrahmen machen, Mann. So,
So, und dann kannst du die anderen dann noch bauen. Dann sieht das richtig gut aus. Dann gehst du da rein und da ist dann so eine Art Waffenanlage, genauso wie auf der anderen Seite. So ein großer Waffengeschützturm wie im rasenden Falken. So, ich brauche Holz. Holz hatte ich eigentlich noch. Komm, besser durchkommen. Die Zeit wird eng. Meine Oma bringt dich meinen Sohnemann. Falscher Baum. Noch ein Setzling, den hau ich sofort wieder am Boden. Das Geile an dem Server ist, dass du am nächsten Tag hier hinkommst und der ist dann auch gewachsen. Ne? Beim Singleplayer ist es ja so, dass das ja nicht wächst, solange du das Spiel aus hast. Der ist ja immer an, der Server. Und die Pflanzen können immer wachsen. So. Und dann wachsen auch gleich wieder neue. Ne? Das, was der Tempel kaputt macht. Brennt es ja. Ein bisschen Holz. Ich muss ja nur zwei Fensterrahmen da anpassen. Der Rest ist Decke. Das ist ja nur das Cockpit. Mehr ist das ja nicht. Ach, guck mal, hat er wirklich gemacht. Wie geil, ey. Danke. Also, ich hätte mich nicht daran gezweifelt, dass das du ist. Fensterrahmen. Holz. Falsch, da. Hier hat aber gerade einer Bretter gemacht dann, ne? Oder warum? Ich glaube, das waren die... Oh, bitte nicht die falschen, die spawnen. Das wäre natürlich mega fail. Ich habe nichts zu essen und nein, ich werde verhungern. Ne, werde ich nicht. Ich habe noch gute Melone. Also verhungern werde ich auf keinen Fall. So, das habe ich das weggelegt, habe ich gesehen. Oh, das Geräusch, ne? Ich mach dir welche, schaffst du es mir... Entgegenzug, okay, hier wird schon gehandelt, ganz fleißig. Boah, alles da, ne? Und richtig liebevoll verpackt. Dankeschön. Ah, ihr seid so lieb. Ne? Oh, so viel Eisen. Ich mit meinem riesigen Penis, den ich hier baue. Nein, Quatsch. Keine Probleme. Na, noch ist dauert das Projekt dort noch lange. Boah, was wollte ich jetzt machen? Fenster ranpacken, genau. Viel muss ich ja noch hoch. Wer braucht denn so ein bescheuertes Schiff? Vor allem mit Leitern. Ich hätte keinen Bock, immer Leitern hochzugehen auf dem Schiff. Perfekt. So, dann wollte ich jetzt hier packen. Grüße. Können wir das vielleicht ein bisschen rein runterschummeln? Ja, ne? Sieht das doof aus? Ne, das passt schon, weil dann haben wir die gleiche Höhe. Boah, das passt da so wie Arsch auf einmal rein. Gut, ne? Und weißt du, wie schlau das denn war? Er hat wieder vergessen, Glas zu machen. Da kommen ja auch noch Scheiben rein. Oh nein, ich muss wieder kippen. Ne, da sind Scheiben drin. Blödsinn. Ich hab mal sicher, jetzt aber mehr gemacht. So, dann machen wir mal ganz fix doch Glas, ne? Oh Mann, ist das ein langer Weg. Wow, ist das hoch. Upsa. Upsa. Ich häng fest. Das war jetzt eine seltsame Abkürzung. Okay, sorry. Ach, guck mal hier, neu. Have fun, Chefkochmann. Ach ja, hier. Könnte ich ablenken lassen. Das gucken wir uns demnächst an, auf jeden Fall. Cecilie oder Cecil. Wer waren wir heute schon mal? Der Turm? Wo bist du? Du musst ja in der Richtung sein, ne? Turm da. Sorry, also das war nicht geplant. Man kann auch sterben in so einem Spiel. Aber oh oh. Da muss ich meine Leiche finden. BVB Heldin. Das ist die Mauer, die wir mal sehen. Aber wir gucken uns in der nächsten Folge auf jeden Fall mal die Koordinate an, die auf der Mauer geschmiert, wollte ich ja sagen, geschrieben wurde an. Claimblock. Oh, da hat einer so ein hässliches Schiff gebaut. Da kam ein Tiger. Oh nein. Okay, was war der Plan? Meine Sachen holen. Oh Gott, hoffentlich sind die... Liegt die Leiche da noch? Das ist so hoch, ist ja gar nicht so aus. Da.
Ich sehe noch einen Schuh. Inventar. Gib mir alles. Raketenkugeln, alles Mögliche dabei. Zack. In Gedenken an der Waffenanlage, die da irgendwann mal rausragt. So, die wird für nach hinten und vorne wird noch einer nach vorne kommen. Ist halt wichtig. Boah, momentan sieht das noch ganz scheußlich aus, oder? Glas wollte er herstellen. So, mal schnell bringt nichts. Das war jetzt nicht wirklich schneller, das war jetzt ja länger. Durch den Toad. So viele Glasscheiben brauche ich ja nicht. Ah, geil. Mach schon mal aus. Kann abkühlen. Glasscheiben. Natürlich nehme ich die ganz normalen Glasscheiben. Alle anderen würden hier völliger Blödsinn sein. 3, 4, 5, 6. 6 mal Glasscheibe. Scheide? Nein. Hab kein Essen. Oh nein. Ja, man kann sich doch überall was pflücken. Ist doch kein Problem. Mal gucken. Na, ich hab ihn wieder verlaufen. Hab ein Pferd. So. Kommandobrücke. Hier muss auch ein paar Blöckchen hin. So. Die Scheiben, die sind immer wichtig. Weiß nicht, irgendwie ist das ja das Besondere an dem Spiel. Die Scheiben und sowas. Verleihen ihn dann einfach halt den scheibigen Effekt. Den Schwachsinnseffekt, Tim. So. Nach links und rechts ein bisschen Auffenster, ne? Oh, Baby. Oh, Baby. Das wird wunderbar. Das wird so wunderbar. Das muss ich nur überlegen, wie das hier weitergehen sollte. Wie gesagt, das muss ja irgendwann mal zu Ende sein. Was? Achso, da habe ich schon mehr gebaut. Es muss ja zu sein. Es muss zu sein. Hier kommen aber auf jeden Fall nochmal Scheiben rein. Die ich aber anpassen muss. Da kommt ein spitzer Block rein. So, eine ganz kleine für links und rechts. Mehr braucht man im All nicht sehen. Blödsinn. Und rein technisch brauchst du nicht mal einen Fensterrahmen. Ne? Eigentlich brauchst du nur einen Block. Ein Fenster kannst du einfach so überall hinbauen. Du hättest auch alles nur aus Glas bauen können und hättest ganz drauf verzichten können. Wo sind meine Fensterscheiben jetzt? Ach, ich habe nur 6 gebaut. Depp. Ja, dann ist das hier zu. Das kann, muss eckig bleiben, weil sonst der Fensterrahmen so doof zu sehen ist. Oder können wir das vielleicht, ich teste es mal, verändern? Ist natürlich, was habe ich denn hier in der Tasche? Hallo. Können wir das vielleicht noch ein bisschen anders machen mit einem, ihr wisst schon. Das geht ja hier um den Style-Faktor. Der Ben ist gerade nach Hause gekommen. Ich muss jetzt Feierabend machen. Seht ihr? Der Style-Faktor spielt eine verdammt große Rolle. Das machen wir noch schnell auf der Seite. Dann muss ich den Ben nämlich Abendbrot machen. Das aussieht, ne? Voll cool. So. Der Drehexperte. Hallo, Ben. So. Oh yeah. Das gefällt mir. Als Grundgerüst für das Cockpit. Es wird nicht so übertrieben dick aussehen. Das war auch der Plan. Ich wollte ein schmales Cockpit haben. Wir könnten... Ne, da unten kann ich keine Blöcke überbauen. Und das sieht doch schon irgendwie nach einem Raumschiff aus. Wie findest du mein Cockpit? Cool. Cool. Geh mal rein. Da ist ja noch nicht fertig, ne? Das Glas. So, dann sitzt man hier im Schiff. Hier kommt die Steuereinheit hin. Und da kommen Waffensysteme unten hin, hier. Das wird ein richtig cooles Schiff. So, dann sage ich an der Stelle danke fürs Zusehen, danke für eure Beteiligung, Mithilfe an den Metallbringern. Tolle Arbeit, die ihr leistet. Und ja, wie ihr seht, es ergibt langsam ein Schiff. Wir gleich sofort. Bis zur nächsten Folge.